spät morgen. Ja, dann darf ich euch recht herzlich begrüßen zu unserer Pressekonferenz vor dem Pokalspiel am Sonntag um 15.30 Uhr bei Preußen Münster. Begrüße auf dem Podium auch Marc van Bommel und würde direkt an euch übergeben, dass ihr mit den Fragen startet. Und ich sehe schon eine ganz nervöse Hand von Leo Hartmann. Bitte schön. Entzugserscheinung war jetzt ganz schön lange, dass wir hier nicht mehr saßen. Wie ist es? Kribbelt es jetzt vor dem Pflichtspielstart schon so ein bisschen? Wie ist das Gefühl vor diesem ersten echten Duell? Na, es kribbelt immer, wenn man anfängt. Egal, ob das erste Training ist oder das erste Pflichtspiel. Und das ist jetzt so schön, dass es losgeht. Ja, einige Wochen trainiert und jetzt können wir mal richtig ran. Thomas Hiete und dann Marcel Westermann. Jetzt machen wir mal ganz simpel. Wer führt die Mannschaft denn als Kapitän aus Feld und hat das dann schon eine Aussagekraft für die Saison? Sprich, haben Sie sich entschieden, wer der neue Kapitän des VfB Wolfsburg ist oder Alte? Ich habe schon entschieden, aber ich habe es die Mannschaft noch nicht erzählt. Also kann ich es euch auch nicht sagen. Die Spiele muss ich schon früher wissen, ne? Also ich glaube, dass wir es auch bekannt geben auf unserer Homepage, auf dem richtigen Moment. Aber nicht heute. Genau. Sie haben ja gesagt, dass Sie den Kapitän bestimmen möchten. Gab es nichtsdestotrotz Mitspracherecht innerhalb der Mannschaft? Haben Sie sich da mit einigen Spielern nochmal ausgetauscht, Rückmeldungen geholt? Oder haben Sie es wirklich ganz auf eigene Faust entschieden? Nein, das habe ich selber gemacht. Nein, das habe ich, so einfach war es. Das war meine eigene Entscheidung. Und natürlich habe ich mich das gut überlegt, aber letztendlich muss ich die Entscheidung treffen. Thomas. Ist denn klar, dass Kuhn-Kastetz die Nummer 1 ist, generell schon? Gilt das auch für den Pokal oder hältst du es da, wie auch manch anderer Trainer, dass im Pokal die Nummer 2, in dem Fall Paavo Pervan, zum Einsatz kommt? Na, aber heute, Sonntag ist das erste Pflichtspiel das kann ich schon rausgeben, dass Kuhn spielt. Das ist das Einzige, was ich freigebe. Und alle weitere Fragen würde ich auch nicht beantworten, aber vielleicht, dass wir in Zukunft das vielleicht so machen. Aber weil es heute, Sonntag das erste Pflichtspiel ist, mag ich sowieso nicht. Sprich, in Zukunft so machen heißt vielleicht auch mal im Pokal wechseln. Ja, genau. Okay. Ja. Mach ruhig erst den Kollegen Kornert. Jo, danke. Wie gefährlich ist so ein Gegner, den man kaum kennt? Also Preußen Münster ist klar, ist eine alte Traditionsmannschaft, aber die hat man lange nicht beobachtet, sind abgestiegen in die Regionalliga. Wie gefährlich ist das, so ein Gegner möglicherweise auch ein bisschen zu leicht zu nehmen? Nein, überhaupt nicht, weil wir nehmen es sowieso nicht leicht, weil wir haben uns gut vorbereitet. Wir haben ja sehr viele Spiele oder viele, wir haben einige Spiele gesehen von Preußen Münster, also so einfach und lästig können wir eh nicht im Spiel gehen. Das kann gegen keine einzige Mannschaft, weil ich verfolge ja auch immer das deutsche Fußball. Und da passiert mal links oder rechts, passiert mal was. Wenn da ein Verein, der in der niedrigen Liga spielt, auch mal gewinnt. Also von daher, man muss sich immer gut vorbereiten. Ob es jetzt ein Training ist oder ein Pokalspiel oder ein Ligaspiel oder Champions League, das ist egal. Man muss sich immer gut vorbereiten. Und von daher mache ich mich darüber auch keine Sorge. Leo und Marcel. Sie hatten als Spieler auch viel DFB-Pokal gespielt. Was bedeutet dieser Wettbewerb? Na, das ist, bedeutet schon sehr viel. Ich habe zweimal gespielt, zweimal auch gewonnen. Da sieht man auch, wie es in Berlin lebt. Das ganze Stadion ist voll. Da muss ich jetzt nochmal abwarten, wie es jetzt in Corona-Zeit geht. Aber das sind auch schon vorher beantwortet auf die Frage, dass auch Vereine, die in niedrigen Liga spielen, auch gewinnen können. Und das passiert öfter. Und das sieht man in England oder in Deutschland. Das sind richtige Traditionspokale.
Und das ist auch so schön und das ist auch sehr wichtig und das hat auch Standing. Manchmal in vielleicht andere Länder ist das anders, aber in Deutschland ist das ja richtig eine schöne, wie sagt man es gut auf Deutsch? Ja, ja genau. Ja. Wie weit ist Ihre Mannschaft denn jetzt nach 6 Wochen Vorbereitung? Inwiefern hat sie ja ihre Spielidee mittlerweile verinnerlicht? Das ist immer schwierig zu sagen, weil es ist ein ständiges ständiges Entwicklung von die Mannschaft. Das kann nicht so sein, dass man jetzt aufhört und jetzt ist es gut. Nein, das dauert und 6 Wochen. Ich hätte gerne länger trainiert, aber das geht ja auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass das eine Ausrede ist, überhaupt nicht. Aber was ich vorher gesagt habe, das ist eine ständige Entwicklung von der Mannschaft. Ob das jetzt in meiner Spielphilosophie ist oder von anderen Trainern bei anderen Vereinen, das ist überall so. Und man muss natürlich die Spiele gewinnen, das ist ja wichtig. Jetzt holt man sich Selbstvertrauen natürlich zwangsläufig über Ergebnisse. Die waren jetzt in den letzten Wochen erklärbarerweise nicht so da. Ist die Brust trotzdem breit, weil ihr euch das im Training erarbeitet habt? Oder könnte es auch sein, dass man in den ersten Minuten erstmal so ein bisschen eine nervöse VfL-Mannschaft sieht? Nein, das ist auch abhängig vom Spiel. Jedes Spiel ist anders. Und manchmal startet man nervös und manchmal ist man voll dabei. Das ist halt so. Das ist Fußball, dass man das nie, wie sagt man das gut, vorspielen. Man kann das nie von vorne weg sagen, was passiert. Da kann kommt vielleicht eine rote Karte oder ein Pfostenschuss oder man verschießt einen Ball vom leeren Tor oder so. Da passieren immer Sachen und das sind manchmal kleine Sachen, die das Spiel ändern oder dass man da konzentrierter ist oder man kriegt einen Elfmeter oder der Gegner kriegt einen Elfmeter und der verschießt. Da sieht man schon, dass die Mannschaft wieder anders reagiert. Also man versucht die Mannschaft so gut wie möglich vorzubereiten, dass es sowieso konzentriert ist. Aber dann ist man immer noch abhängig, was macht ein Gegner, wie läuft das Spiel, wer kommt in Führung und so weiter. Das ist so schwierig, so, wie sagt man das gut? Das kann man von vorne weg gar nicht sagen. Was für ein Gegner, wenn ihr euch den angeguckt habt, erwartet den VfL? Wo liegen die Stärken von Preußen Münster? Worauf müsst ihr euch einstellen? Na, wir haben uns sehr gut vorbereitet, aber um das jetzt so taktisch zu besprechen mit euch, ja, das wäre ja schön. Ne? Wir haben auf jeden Fall Interesse. Ja, ich hatte die Frage gar nicht erwartet. aber wir wissen ganz genau, wie sie spielen, was sie machen, wenn sie den Ball haben, wenn sie den Ball nicht haben. Also wir müssen uns gut vorbereiten, dass wir da vor keiner Überraschung stehen. Wer kann denn spielen und wer nicht? Wer ist verletzt? Wie geht's Joao? Wie ist das Personal? Joao ist noch nicht dabei. Er holt sich noch. Ansonsten haben wir natürlich Paulo, Aster. Alle anderen waren auf dem Platz, glaube ich. Oder fehlt da noch jemand? Glaub nicht. Felix, genau, auch noch im Reha. Sonst nicht, sonst sind alle fit. Können Sie da bei den Spielern nochmal einen Stand geben, bei Paulo jetzt nicht, aber bei Felix und Asta, wie lange wird das bei denen noch dauern? Puh, das ist schwierig zu sagen. Ich bin auch kein Doktor, aber ich kriege manchmal Infos. Bei Aster kann das schnell gehen, bei Joao auch. Und bei Felix müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und Paulo ist ja klar, ne? Ist denn Maximilian Arnold grundsätzlich spielfit nach seiner Rückkehr? Also könnte der notfalls sogar 120 Minuten gehen? Nein, der kann spielen, ja. Er ist halt noch keine Woche hier, glaube ich. Stimmt das? Montag, Dienstag, wann ist er zurückgekommen? Montag, glaube ich. Ja. Ja, Montag ins Training, genau. Es
Sascha Hildmann, der Trainer von Preußen Münster, hat in der Pressekonferenz gesagt, dass ja, es eine Möglichkeit sein kann, zum Erfolg zu kommen über Standardsituationen, was ja auch nicht unüblich ist. Wird es da für Ihre Mannschaft besonders darauf ankommen, solche Situationen zu vermeiden, oder spielt es eher eine untergeordnete Rolle? Nein, Standardsituationen sind sehr wichtig. Schau mal auf die EM, wie viele Standards da Tore rauskamen. Also das ist für jede Mannschaft ist es so, dass man kein Tor kriegt und gerne auch Tore schießt. Also ich kann das völlig verstehen, dass der Trainer so die Frage so beantwortet hat. Es vor allen Dingen im EM-Finale beim Elfmeterschießen große personelle Überraschung gegeben bei der Wahl der Schützen. Bereitest du dich so klar auch schon auf so ein Pokalspiel vor, dass das Elfmeterschießen weitestgehend auch durchgeplant wäre, und trainiert ihr das auf irgendeine Art und Weise? Nein, wir haben das noch nicht trainiert, aber das ist auch abhängig, wer steht auf dem Platz. Also man hat schon 5 Tore, man kann schon. Nicht, dass ich das habe, aber man kann schon 5 Leute im Kopf haben, aber vielleicht spielen die gar nicht. Also das muss man kurz entscheiden, aber dann denke ich mir schon rüber über 11 Meter nach. Das muss man ja, glaube ich, jetzt noch nicht tun. Ja, so kann man sagen. Ja. Jetzt hast du immer betont, dass es viel Zeit braucht oder Zeit benötigt, bis die Mannschaft so spielt, wie du es wünschst. Das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate so gehen. Was macht die Mannschaft denn jetzt schon richtig gut von dem, was du hier an Tag 1 mal auf den Trainingsplatz gebracht hast? Aber ich glaube, dass ihr das auch gesehen habt und auch beantwortet habt, wie ich das euch gefragt habe, dass wir über einen Zeitraum auch gut Fußball spielen. Aber das muss ja immer länger werden. Das sind nicht 5 Minuten, das muss länger werden. Und das ist auch so schwierig. Das kann ja fast keine Mannschaft 90 Minuten. Aber wir versuchen so zu organisieren, dass wir den Gegner oder das Spiel, sag mal, dass wir bestimmen, was da passiert. Wenn wir den Ball haben und wenn wir den Ball nicht haben. Und das über einen längeren Zeitraum. Und das ist ja das Schwierigste im Fußball. Dass man bestimmt, was passiert. Weil es ist natürlich auch abhängig vom Gegner. Und von den Entscheidungen von Schiri natürlich auch noch. Also es ist sehr komplex, das Fußballspiel. Ne? Da wird ja viel geschrieben, das war eine lange Antwort. Ne? Wenn wir jetzt uns dann die Startelf am Sonntag angucken, ist das dann die Startelf, die sich in dieser Vorbereitung durchgesetzt hat, die dann praktisch auch für die Bundesliga dann Hinweise bietet, oder siehst du Pokal auf eine gewisse Art und Weise, es ist ein Pflichtspiel und es geht da schon um alles, auch noch als Vorbereitung, wo du vielleicht nochmal irgendwas ausprobieren könntest? Na, das ist ein Pflichtspiel, was ich vorher gesagt habe. Man muss das Spiel gewinnen und wie die Mannschaft jetzt aussieht, ja, das ist auch immer eine Weiterentwicklung in die Saison. Es ist nicht immer so, dass man anfängt mit einer Mannschaft und das über 34 Spiele so spielt. Wir haben auch noch extra Spiele mit der Champions League, umso schöner. Das wäre eine schwere Woche für uns und umso schönere Woche. Aber da kann man, wenn man da ändert, und die Antwort kriegt ihr öfter jetzt, glaube ich, ich würde das erstmal mit der Mannschaft besprechen, wenn ich was ändere. Haben eigentlich Spieler, die in der letzten Saison extrem gut gespielt haben, so eine Art Vorschuss in der neuen Saison? Nein, es gibt keine Garantie. Normalerweise spielt der Kapitän immer, aber das kann auch mal sein, dass das nicht so ist. Letztes Jahr haben die Jungs ja sehr gut gespielt. Und es gibt ja keine Garantie, dass man, weil man letztes Jahr gut war, dass man jetzt diese Saison spielt. Das fängt wieder neu an auf Null. Jetzt hat Josef letzte Woche gar nicht gespielt im letzten Testspiel. A, wie hast du ihn diese Woche erlebt im Training? Hast du mit ihm nochmal gesondert geredet? Und ist es
klar, dass er dabei ist am Sonntag? Na, nochmals. Ich kenne die Antwort schon, glaube ich. Aber ich habe ja mit Josep gesprochen. Diese Woche hat er sehr gut trainiert. Nein, das sage ich nicht. Diese Woche. Nein, das habe ich nach dem Spiel auch gesagt. Das war halt meine Entscheidung. Und ich hatte gedacht, dass das so richtig war. Und diese Woche hat er gut trainiert. Also jetzt ist es nicht so, dass es das Gleiche bleibt oder ändert deswegen. Sind Sie nach Paulos Diagnose eigentlich zu Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer gegangen und haben gesagt, Leute, wir brauchen vielleicht doch noch einen neuen linken Verteidiger? Na, das ist natürlich schlimm für Paulo. Und wir gucken immer ständig herum zu Spielern, die uns eventuell verstärken können. Und es ist nicht so, dass wir einen linken Verteidiger suchen. Also es ist nicht so. Sondern? Wir suchen immer. Und wir suchen immer gute Spieler, die uns verbessern können. Und da muss man gucken, ob das wieder finanziell klappt. Sind alle eure Fragen beantwortet? Ja. Dann bis hierhin erstmal. Ja, gut. Gut. Dann bis hierhin vielen Dank. Und Nico, vielleicht könntest du netterweise langsam runtergehen zum Medieneingang und dann machen wir noch die Runde mit Mamouche. Okay? Danke. Okay, Jungs. Dankeschön. Danke. Mit denen, gerne. Viel Erfolg. Danke.